Mahlzeit, ich bin's euer Speedy. In diesem Video. Mahlzeit, ich bin's euer Speedy. In diesem Video seht ihr. Guten Tag. Das ist auf jeden Fall noch nicht richtig hier alles. Klackert hinten an der Schaltung noch. Ja, erste Runde mit dem Liegerad. Die Beinlänge ist noch nicht richtig eingestellt. Das ist alles noch, fühlt sich alles ein bisschen doof an. Aber ansonsten Schaltung noch ein bisschen justieren. Geht das schon ganz gut. Das sind meine Fahrradteile. Ist schon anstrengend. Hör auf zu lachen, du dummes Kind. Ich muss hier mal in den kleinen Gang schalten. Ich hab's ganz gut. Also definitiv, ja, du hast es ganz gut, ist klar. Definitiv ist Liegefahrradfahren berghoch deutlich anstrengender als mein normales Fahrrad zu fahren. Aber von der Bequemlichkeit her ist das schon echt witzig. Alter, hier fällst du nach vorne vom Fahrrad runter. Jetzt rechts. Jetzt rechts. Jetzt rechts, siehst du das? Kannst du das da sehen? Anhalten, anhalten, anhalten. Tja, das donnert und blitzt hier wie die Seuche. Das ist irgendwo eine Straße. Wenn ich hier irgendwie eine Möglichkeit finde, dass ich aus diesem Scheiß hier raus kann, werde ich die Tour beenden. Hilfe, 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 Hilfe. Alter. A400M. Das kann doch hier nicht ernsthaft der Radweg sein, oder? Ja, guten Morgen. Heute ist Samstag. Und ich bin jetzt auf dem Weg nach Hameln. Mit meinem Gespann, wie ihr sehen könnt. Und da treffe ich mich am Weserradweg mit dem Michael. Jetzt kriegst du ja live mit, was ich so alles aufnehme und was du dann hinterher davon im Video wiederfindest. Die ersten Aufnahmen mit der neuen Kamera. Gleich machst du Klatsch und dann liegt das ganze Ding. Sind wir hier in Dänemark oder was? Und dann ist das gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich es hingefeuert habe. Aber ich heb hier alles auf. Ich werde es wiederfinden. Ja, da vorne ist die Hütte. Dieser komische was auch immer Punkt. Das wird unser Wendepunkt sein. Da werden wir uns gleich einen Kaffee kochen. Und dann schauen wir mal.
So, liebe YouTube-Familie, so habe ich mir das gedacht. So hängt das jetzt alles schön dran. Es bewegt sich, das habe ich aber auch nicht abgestritten. Das hier hinten sollte aber trotz alledem so fest sein. Ja, das Fahrrad hebe ich da locker mit hoch, dass ich da, also den brauche ich übrigens nicht mehr, ganz in aller Ruhe. Das ist die kleine Klickfix-Tasche von meinem Weibchen. Und die sollte da jetzt dran passen. Okay. Alter, Rollsplit! Auf falschen Gang, super. Nur mal zur Information. Kleinste Gang, Unterstützungsstufe 9. Ja, ich bin soweit. Ich habe mein Fahrrad natürlich wieder im größten Gang abgestellt. Wir kommen nach Hause. Und das Licht reicht auch noch bis zum Auto. Ich wollte nur noch mal erwähnen, das hier ist keine Strecke für ein Liegerad. Irgendwann werden die uns hier über den Haufen fahren, wenn wir hier so eine Spiele machen. Alter, ich kann nicht mehr. Ich würde hier ein bisschen weiter hochkommen, Hase. Ja. Wenn du gleich da liegst, ich hab noch Video. Wunderbar schön im Video und von dem Asi-Tester selber siehst du gar nichts mehr. Und da diese GoPro Hero 7 ist das, hier vorne ein Mikrofon hat und auf der Rückseite auch irgendwo ein Mikrofon, ich weiß jetzt nicht genau wo, hast du den Sound gut. Wenn das jetzt abgedeckt ist und du quatschst dann hier rum, dann ist der Sound total beschissen. Deswegen habe ich mir eine Kamera oder habe ich mir zwei Kameras gekauft, die im Prinzip ohne Gehäuse sind. Und das Ding ist bis auf 10 Meter wasserdicht oder irgendwie sowas ohne Gehäuse. Wie gesagt, so ein Assi-Captor ist ziemlich witzig, weil du das auch wirklich mal irgendwo hinhalten kannst. Dann Corona!
Lalalalalalala. Aber nur den oberen erstmal. Den Rest machen wir zu Hause. Oh, Alter. Muss mein Handschuh noch kurz anziehen. So, wir machen uns auch mal auf eine kleine Runde hier. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Am Fahrrad Pedale geändert, Bremse geändert. Aber sowas erzähle ich euch nachher noch. Alles klar, dann sind wir mal unterwegs. Jetzt sind wir auf einer kleinen Runde unterwegs. Wir testen da vorne die Einzelradbremse, die ich bei meiner Frau eingebaut habe. Also nicht bei meiner Frau, sondern am Androtech. Ja, hier müsste jetzt gleich der Bergmannsweg wieder auftauchen. Hier. Ui. Ja, oder? Auch nicht. Ui, ui. Doch, das ist er. Alter. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, ich stirb. Sehr cool. Fette Nummer. Yes! Das ist geil, oder? Yeah. Mit dem Mountainbike noch viel geiler als mit dem, weil hier musst du zu langsam werden. Mit null, mit ohne Federung. Adapter drauf. Ich weiß, ich wollte eigentlich eine rauchen, aber wenn das hier alles herumsteht, kann ich dann doch nicht anders. Genau. Er sagte eben, dass es 2 Grad, aber der Reifen auch aufbrochen kann. Immer noch 2 Grad. Ja, 2 Grad könnte auch fast sein. 3 vielleicht, aber viel mehr hat es auf gar keinen Fall. Ich finde es nur arschkalt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, trampel mal ein bisschen hoch, dann probier die Bremse mal. Geht gut, ne? Ja. Zieht auch einigermaßen gleichmäßig. Und jetzt kannst du hier vorne zwischen deinen Beinen quasi hier mal, das ist Eco, ne? Mhm. Da ist Smart, das ist die zweite Unterstützung, mhm. Und hier ist Sport.
dann drehst du einfach auf Eco oder machst es ganz aus. Ich würde es einfach, wenn überhaupt immer, wenn du nicht gar nicht möchtest, drehst du auf Eco. Das ist immer eine. Fährst du einfach rechts ran ein bisschen. Die müssen zusehen, du bist ein genauer Verkehrsteilnehmer wie jeder andere. Die müssen schon zusehen, dass die an dir vorbeikommen. Hallo. Braucht man. Eben mal den Gaskocher ins Fünfstelle gestellt. Kollege ist hier schwer am Gange. Sowas brauche ich auch. Wasserkanister. Koffeinhaltiges Heißgetränk. To go. Wegen macht keinen Spaß. Ja, jetzt stehe ich hier in Emmertal. Der Kollege fährt da hinten, ist jetzt auf dem Weg nach Hause. Der muss ja hier wieder geradeaus durch. Und ich werde jetzt hier abbiegen und werde Richtung Heimat fahren. Richtung Kornbrügge, 17 Kilometer habe ich hier. Mahlzeit, ich bin's, euer Speedy. Ich habe mir ja auf der Probefahrt mit dem Anhänger, als ich mit dem Michael unterwegs war, von Michael eine Weber-Kupplung mitbestellen lassen. An dieser Weber-Kupplung ist ja, seht ihr das, hinten eckiger Anschluss und das passt natürlich nicht an mein Fahrrad. Also habe ich Folgendes gemacht, habe die Eisensäge genommen und habe die teure Weber-Kupplung einfach pupp, zersägt und habe das eckige Stück quasi abgeschnitten. Das wäre der Anschluss, der hinten auf die Deichsel vom Anhänger kommt. Abgeschnitten. Ja, jetzt habe ich mir von unseren Schlossern, ja anders, ich habe das dann ausgemessen, was ich für Durchmesser brauche, um da wieder was reinstecken zu können. Das habe ich beim Anhänger getan und das habe ich auch bei der Weber-Kupplung getan. Und dann habe ich mir von unseren Schlossern einen Adapter drehen lassen. Der ist massiv. Und der soll genau in die Anhängerkupplung passen. Hier hinten, das Teil ist etwas dünner. Das geht in den Anhänger. Das passt schon mal. Da ist nur von einer Bohrung muss ich ein bisschen was nachfallen. Dann passt der da saugend rein. Und jetzt muss ich mal gucken, ob das hier in die Weber-Kupplung vorne reinpasst. Dann werde ich das zwar verkleben und verschrauben müssen, aber ich kann meinen Anhänger, so wie ich ihn mir umgebaut habe, mit einer Weber-Kupplung ausrüsten, weil da gab es nichts Passendes. Weil die Deichsel vom Anhänger ist doch dünner als das, was Weber so anbietet. Uah! Von wegen, man kann mit so einem Ding nicht umkippen. Was hat das Clear gemacht? Meine Klingel. Ja, alles perfekt. Und rechts. Rechts, rechts. Genau so. Ist schön im Geradeausfahren, ne? Thank you.
vorhin gedreht. Tada! Ja, wie das immer so ist, am Liegerad passt nicht unbedingt das, was an anderen Fahrrädern funktioniert, aber ich habe die Kupplung dran.